Hi Leute, willkommen bei Teasy 2. Seit langer Ewigkeit mal wieder, ne? Ich dachte, wir machen mal wieder einen Vlog. Apollo ist auch am Start. Was geht ab? Und zwar haben wir von Philips Hue ein ganz schön großes Paket bekommen. Und das muss ich wieder zu Timau noch fahren. Und hab noch ein, zwei andere Sachen zu machen. Und ich dachte, komm, ich nehme euch einfach mal mit, dass mal hier auf Teasy 2 oder was kommt. Kam jetzt wirklich lange nichts mehr. Lag aber auch da dran, FIFA 22 kam. Ihr seht, Augenringe sind da. Obwohl, das sind keine Augenringe. Das habe ich morgens irgendwie immer das so geschwollen. Liegt in der Familie. Hat keinen Boxkampf. Wo war ich stehen geblieben? FIFA 22 kam. Und wir haben halt wirklich jeden Tag durchgestreamt. Wir hatten kein Privatleben mehr, ne? Bei Timo sogar ja noch schlimmer. Arbeiten, Studio, schlafen, arbeiten, Studio, schlafen. So sahen die letzten Tage aus, dann viel unterwegs gewesen. Und deswegen kam auf Teasy 2 leider etwas weniger. Und ich nehme diesen Vlog auch wie ein scheiß Mikroinfluencer auf. Mit dem iPhone, weil ich keine Kamera da habe. Aber ich trotzdem was für euch aufnehmen wollte. Ich habe hier nämlich schon, kann ich euch zeigen, ein bisschen Rasen mal gemäht heute Morgen. Ich drehe mal die Kamera rum. Dem Kollege hier geht es nämlich auch gut. Der will nämlich direkt wieder spielen, der kleine Mann. Gell, Apollo? Oh, willst du direkt wieder spielen? Ja? Genau, ich habe ein bisschen Rasen gemäht. Das Problem ist, der Kollege hier, ja, genau du, hast hier so ein paar feste Stellen, wo du immer drauf pinkelst. Ja? Kannst nichts machen. Es gibt jedes Mal diese Flecken, der Rasen verbrennt. Ich habe jetzt hier schon angefangen, es wieder nachzusehen. Mittlerweile bin ich Spezialist. Aber ja, jetzt kommt die Jahreszeit, wo das halt mal nachwächst. Hier hinten ist dieselbe Sache. Obwohl man sagen muss, hier hinten ist auch das Problem. Hier kommt nicht so viel Sonne hin durch das Haus, weil meistens hast du halt hier die Sonne dann. Ja? Aber hier hinten ist halt nicht so viel Sonne, das ist immer so matschig. Aber was ich da auf jeden Fall noch machen muss, ist mir von hier hinten so einen kleinen Weg hier vormachen mit so Platten, weil man läuft halt oft von hier nach da hinten und dann hast du immer die ganzen versifften Füße. Nicht groß, also ne, es soll jetzt hier kein Rasen mehr groß weg, sondern einfach so ein kleiner Gehweg und dann passt es. Die Holzterrasse, ich weiß nicht, warum der Spot da ist, keine Ahnung, habt ihr ja auch schon gesehen. Ja, da stand ja dieser aufblasbare Whirlpool drauf. Der ist aber weg, weil seitdem ich bei Proski im Whirlpool gehockt habe, habe ich mir gedacht, wie scheiße ist der eigentlich? Und habe mir bei derselben Firma, der kommt aber auch erst Ende November, auch einen geilen Whirlpool geholt, der schön hier drauf passt. Ist zwar nicht so ganz groß wie Proski, sondern so viel Platz hatte ich jetzt hier nicht, weil die Terrasse halt auch schon so rund ist, deswegen kommt ja so ein Runder drauf. Da muss ich auch noch dann Kabel ziehen, es gibt noch ein bisschen Arbeit, ne? Aber Grillküche, muss ich sagen, sieht auch geil aus. Kräuter 1A, ne? Ansonsten hier drin habt ihr ja eigentlich auch schon gesehen. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Habe ich euch das schon mal gezeigt? Hier Wintergarten. Schöner Kühlschrank mit Display am Stissel. Eiswürfelfunktion auch sehr geil. Trinkst du besonders gern, Apollo? Ja, hier hinten so ein paar Pflänzchen. Aber ich muss sagen, sieht echt stabil aus. Hier, ich kann euch mal kurz auf die Weitwinkel umschalten. Ja, so seht ihr das doch. Genau, die Fliesen hier drin. Ja, hier Regenwürmerprobleme, ihr kennt's, ne? Habt ihr schon öfters bei Insta gesehen. Keine Ahnung, warum die immer hier drin rumfliegen. Aber ich muss sagen, Wintergarten fühle ich wirklich komplett mit diesen riesengroßen Fliesen hier, mit dieser, wie ist es, Rostoptik. Komplett geil, ja? Und weil auch immer so viele sagen, bei Insta ist der Fernseher nicht zu klein. Es ist eine Terrasse, ne? Um so ein bisschen um Fernsehen zu gucken, reicht es komplett. Also, ne? Um mal ein bisschen hier Fußball nebenbei laufen zu lassen, gell, Apollo, reicht es? Oder deine Hundefilme, da langt es. Und genau, so sieht es hier aus, muss ich sagen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ne? Muss eigentlich sagen, ich habe so, ja, das Beste aus dem kleinen Garten eigentlich gemacht, muss ich sagen. Hier auch schön Lichtschalter, kannst du hier schön das Lichtel anmachen. Da muss ich jetzt aber gleich mal hoch an die Markise, weil man kann die ja einmal hier über diesen Somfy-Schalter, rein und rausfahren. Wir stoppen es mal. Aber ich habe hier oben, ne, weil im Sommer, wenn hier die Sonne drauf knallt, sind hier drin halt mal schnell 40, 50 Grad. Und es ist halt ein bisschen extrem, da gehen halt die ganzen Geräte hier, also die vertragen eigentlich so, der Kühlschrank, glaube ich, bis maximal 45 Grad. Und hier drin werden es halt mal 50, sogar manchmal 60 Grad, wenn hier die Sonne drauf knallt. Und deswegen sitzt da oben ein Windsonnenwächter mit Regensensor. Auch ganz, ganz wichtig. Das Problem ist nur, wenn jetzt so ein bisschen, der ist zu empfindlich eingestellt. Wenn jetzt morgens die Sonne kommt hier, dann fahrt die Markise raus. Aber jetzt, wo es draußen kalt ist, ja, will ich ja eigentlich, dass sich der Wintergarten ein bisschen aufheizt. Weil das ist halt dann schon geil, wenn es draußen so 0 Grad, 5 Grad sind. Aber trotzdem die Sonne da ist, hast du halt hier drin so 25 Grad. Und das ist halt echt krank geil. Deswegen kraxel ich jetzt hier hoch aufs Dach und wir stellen den aus. Dann zeige ich euch mal noch, wie es hier oben aussieht. So. Ich muss hier immer bei meiner Freundin in ihr Ankleidezimmer gehen, dann hier über dieses Fenster krabbeln und dann hier aufpassen, dass ich hier nicht abscheiß, weil als ich diesen Sensor dran gemacht hatte, ich weiß nicht, wie oft ich hier auf dieses Dach gekraxelt bin, immer hier schön aufpassen, dass man auf diese Stufen drauf geht,
weil ich hatte den Sensor erst, Achtung, ich hatte den Sensor erst hier neben an der Wand gehabt. Da sieht man auch noch die Flecken, es muss überstrichen werden. Weil das Problem ist, wenn der Windsensor hier, den hatte ich früher hier vorne sitzen und da kommt halt nicht so viel Wind hin. Ist halt so ein bisschen windgeschützt. Und dann meinte mein Vater so, ja, machen hier schön aufs Eck, ne? Da blast schön der Wind rum. Alles schön und gut. Problem an der Sache war, wenn morgens hier hinten die Sonne aufgegangen ist, ist sie zwar da drauf gekommen, ja, aber wenn die dann, ne, irgendwann hier stand, hat er das natürlich nicht mal erkannt und dann ist die Markise reingefahren und hat halt hier die komplette Mittagshitze drauf. Deswegen habe ich ihn abgemacht, wieder hier drauf gesetzt. Der Regensensor hatte ich auch hier an der Wand dran, oder hier war er. Komischerweise, egal wie stark es geregnet hat, durch diesen Vorsprung kam halt nie Regen da drauf. Und da hat es halt auch nicht funktioniert. Das Wichtige an der Sache, dann habe ich ihn hier dran gesetzt, dann ging es auch nicht. Und dann habe ich ihn da vorne hingehockt und seitdem funktioniert er 1A. Weil das Blöde an der Sache ist, gerade im Sommer war das jetzt schon oft, ich habe die Markise rausgefahren, bin gegangen, habe vergessen, die Markise wieder reinzufahren. Dann, wie es im Sommer so ist, Sommergewitter, ne, hat hier komplett runtergemacht. Wir hatten diesen Sommer einiges an Regen und die Markise war halt noch draußen. Ja, und dann ist die einmal komplett vollgelaufen und es ist halt nicht so gut. Und deswegen Regensensor von Somfy und es funktioniert wirklich sehr, sehr zuverlässig. Wenn es regnet, fahrt die Markise rein und wenn die Sonne rauskommt, fahrt die raus. Aber da müssen wir jetzt umstellen. Ich drehe euch mal kurz hier rum. Ich hoffe, ihr seht es so. Ah, nee, kann man nicht. Dann stellen wir es auf ganz stark, sollte ja funktionieren. So, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt, aber sollte passen. Und so sieht dann der Wintergarten von oben aus. Da unten sitzt der Apollo und will hier unbedingt raus, aber darf er nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich hier drüber gelatscht bin. Vor alle Dinge, im Sommer hatte ich das auch hier mit meinem Schwager sauber gemacht. Es ist so eine Scheißarbeit. Es ist so eine Scheißarbeit. So, wir haben es geschafft, wir sind wieder drin. So, gerade in dem Moment, wo ich hier eigentlich weitermachen wollte. Komm her, Apollo. Ruft der Cutter an und sagt, hey Simau, wieso hast du nur eine 3 Sekunden Gameplay-Datei hochgeladen? Und ich sag so, kann doch gar nicht sein, weil es ist nämlich heute Donnerstag und ich habe noch unser 3er-Inform-Pack geöffnet. Ja, und gehe hoch und sehe, scheiße, Elgato hat nur 3 Sekunden aufgenommen, irgendwie ein Bug. Leider kriegt man dann in so einem Fall nicht mehr die Gameplay-Datei, weil ich habe die PlayStation schon ausgemacht, schnell hätte ich noch auf SharePlay drücken können. Ja, und dann musst du halt gucken, was du halt sonst machst. Ja, jetzt habe ich hier schnell nochmal was anderes auf, also nochmal was aufgenommen, dass die Datei nicht funktioniert hat. Ja, nochmal kurz das Pack gezeigt, wie es aussah und Abfahrt, ne? Aber muss immer was sein, muss immer was sein. Aber, wie gesagt, ich würde sagen, wir holen mal die Philips Hue-Pakete alle rein. Genau, und gucken mal, was da alles so drin ist und sortieren es mal brüderlich. Kommst du auch mal vorbeigucken, Apollo, oder? Guck mal, was Philips Hue uns hier zugeschickt hat. Und zwar, einmal haben wir hier schon mal das Paket. Da sollte man mal was holen zum Aufschneiden. Hier haben wir auf jeden Fall Geo10-Spots drin. Da kriegt Timo und ich die gleiche Anzahl. Absolut Ehre, Geo10s brauchen wir immer. Dann haben wir hier, das sind die neuen von Philips Hue, weil die ganze Zeit konnten diese Lampen, ne, immer bloß, sag ich mal, eine Farbe. Du hast lila eingestellt, sie waren lila. Du hast rot eingestellt, sie waren rot. Jetzt aber können diese Lampen hier dynamische Sehen oder auch in der App kannst du dynamische Sehen reinmachen. Ja? Also die hat mehrere Segmente und du kannst, sage ich mal, sagen, hier unten soll es lila sein, hier soll es rot sein, hier soll es gelb sein, wie es hier gezeigt ist. Was natürlich an der Sache geil ist, dass du dann nämlich gerade mit dieser Syncbox fürs Fernsehen, ne, halt die Farben noch besser aufteilen kannst. Wenn es oben links im Eck, sage ich mal, gelb ist, wird es auch gelb. Wenn es unten dann rot ist, wird es auch rot. Und so muss es dann keine Mischfarbe machen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Dann haben wir hier noch Spots am Start. Die habe ich mir bestellt. Was sind das hier oben? Ah, Outdoor-Bewegungsmelder brauchen wir auch. Dann hier den neuen Philips Hue Lightstrip. Der ist auch dynamisch. Also der alte Lightstrip konnte eine Farbe. Der kann auch wieder mehrere Farben. Auch sehr geil. Das hier müssen wir mal aufmachen. Aber da steht es auch schon drauf. Outdoor-Sensor sind da drin. Dann habe ich hier die Spots, die will ich mir hier oben, einer hier, einer da, einer da, einer da dran machen. Ich glaube, ist auch ganz geil. Und da will ich dann die Geo10 Lampen reinmachen. Ich würde sagen, wir holen mal ein Messer. Dasselbe hat Timau. Der hat nämlich auch die hier, die können wir dann gleich mal rüberstellen. Der hat die in weiß, weil wir wollen die hinter die Boxen stellen. Er hat weiße Boxen, ich habe schwarze Boxen. Deswegen hat er sie hier in weiß. Ich würde sagen, den Karton stellen wir gleich mal da hinten hin. Und ja, Freunde, mit dem Pferdezeug hier alles versaut, ne? So, was haben wir noch am Start? Die hier waren auch für Timo. Die will er sich ans Beet irgendwie machen. Dann legen wir die gleich mal auch hier dazu. Dann haben wir hier Outdoor-Bewegungsmelder. Müssen wir zählen, das ist das auch noch für Timau. Hier seht ihr die wieder. Ne? Lege ich ihm hier auch mal dahin. Dann, was haben wir hier am Start? Oha, was ist das hier? Ah, das ist auch noch für Timau. Das ist alles Timau. Das sind auch noch von diesen da für so eine Wegbeleuchtung. Sieht richtig geil aus. Da muss ich mal gucken, was hier drin ist. Machen wir dann auch gleich mal auf. Und ich glaube, das hier ist alles, ja, das ist alles Timo. Das können wir alles hier vorrücken.
können wir ihm später mitgeben. Das ist alles Timo, okay. So, also, das ist jetzt alles für Timo. Er hat dann auch noch bekommen hier den Bewegungsmelder dreimal und insgesamt 5 Pack A2 GU10 Spots. Dann hat er, glaube ich, ja alles erstmal. Absolute Ehre. Laufen wir hier hin. Ja, der Kollege da draußen, der gönnt sich. Ne? Ja, gönn dir, Großer, gönn dir. Absolute Ehre an Philips Hue auf jeden Fall, die uns immer sowas von tatkräftig mit den ganzen Sachen hier unterstützen. Ne? Ich glaube, die ganze Bestellung, die wir hier aufgegeben hätten, hätte, glaube ich, 5.000, 6.000 Euro gekostet. Die Sachen sind nicht günstig, ne? Stimme ich euch absolut zu. Aber man muss halt wirklich sagen, dafür bekommt man halt Qualität geliefert. Ne? Ich meine, ich habe ja auch LEDs von anderen Herstellern, die auch SIG-befähig sind. Aber da hast du so oft Probleme, reagiert nicht. Ja, man sieht es hier vorne an den Spots zum Beispiel, die sind von Paulmann. Ja, wow, da leuchtet einfach eine LED jetzt. Die kann ich wieder manuell über die App ausmachen, weil es nicht funktioniert. So, wisst ihr, wie ich meine? Und hier kannst du dir halt sicher sein, wenn du eine Automation machst, na, du schaltest das an, es funktioniert halt. Ne? Und das ist halt immer der große Vorteil. Lieber bezahle ich ein bisschen mehr und kaufe mir das peu à peu und weiß, aber es funktioniert, bevor ich mir halt dann was kaufe und es geht nicht richtig. Obwohl diese Paulmann-LEDs auch nicht gerade günstig waren, muss man auch sagen. Ne? Aber, perfekt. Ich würde sagen, die mache ich mir sogar jetzt mal dran. Die bauen wir jetzt sogar mal auf. So, und zwar sollen diese Lampen hier, hier hinter die Boxen gestellt werden. Da stehen aktuell diese U-Blaze sind es, glaube ich. Aber die haben vom Strahlungswinkel sind die nicht, also schon geil, müssten aber weiter wegstehen. Dadurch, dass die halt so nah an der Wand stehen, kriegen die halt nicht so eine große Fläche. Deswegen dachte ich mal, stelle ich die hier mal hin und teste die mal. Jawohl, Apollo. Genau dasselbe auch hier. Da ist letztens eine ziemlich unglückliche Sache passiert. Apollo will immer auf die Stühle springen, hat den Stuhl hier zurückgeschoben und der Stuhl hat genau hier oben die Box getroffen. Ich kam heim, Box lag hier drauf. Zum Glück nur eine kleine Macke hier neben drin. Aber dafür konntest du nichts, gell, Großer. Komm, wir machen mal so eine auf hier und gucken sie uns mal an. Oder? Findest du gut? Wirklich, der Hund ist so ein Zerstörer. Guckt ihn euch an, aber er muss ja auch was machen, komm. Ich weiß, Karton ist nicht so gut, aber ja, was willst du jetzt tun? Sieht aber auf jeden Fall schon mal geil aus hier. Aber hier hinten muss ich mal ganz, ganz dringend sauber machen. Das Problem ist, von hier draußen kommt immer der ganze Dreck rein. Und dann sieht es hier so aus, deswegen ganz schnell sauber machen. So, ich bin jetzt mal gespannt. Ich gehe jetzt mal in die U-App rein. Das Problem ist, ich habe, glaube ich, auf der App schon zu viele Lampen. Ich gehe mal gucken, vielleicht werden sie ja trotzdem noch gefunden. Aber ich glaube es fast nicht mal, weil ich glaube, man darf maximal auf eine Bridge 50 Lampen drauf machen. Und ich glaube, mittlerweile sind das schon 60 drauf. Ne? Also es gehen ein paar mehr. Aber dann irgendwann sagt die Bridge Endstation. Und was suchst denn du da unten jetzt, Kollege? Okay, eine Lampe wurde auf jeden Fall gefunden schon mal. Und die zweite auch. Holy shit, funktioniert ja. Perfekto, Konfiguration beginnen. So, dann nennen wir das hier. Jo, können wir eigentlich so benennen. Machen wir speichern. Ah, stabilo. Jetzt können wir doch hier, jetzt gehen wir mal auf die hier drauf. Ah, genau, Freunde. Guck, jetzt kann man hier 3 verschiedene Farben wählen. Sieht krank aus, ne? Dann kann ich zum Beispiel die obere Stelle. Ah, aber der hier unten. Holy shit, wie gut sieht das aus. Seht ihr das schon da hinten? Wie krass sieht denn das aus? Und dann kann ich auf die da drauf, dann ziehe ich das jetzt auch mal, da hin. Und dann sieht es so aus. Kranker Shit, Chat. Kranker Shit. Und theoretisch kann ich dann jetzt auf Ambilight gehen. Und da habe ich dasselbe. Da kann ich dann einmal das hier da drauf ziehen. Und dann hat es denselben Verlauf. Kranker Scheiß. Sieht wirklich geil aus. Ich würde sagen, nehmen wir kurz die Rollläden runter. Alexa schließen. Oh ja, funktioniert. Uff. Wie abgefahren. Geil sieht denn das bitte aus. Ich muss aufpassen, Freunde, mir ist hier ein Stück Schokolade runtergefallen. Hunde dürfen keine Schokolade essen. Muss mal kurz gucken. Aber wie krank sieht denn das bitte aus? Holy shit, Alter. Holy shit. Also das sieht ja wirklich geistesgestört aus, Chat, muss man sagen. Ich habe ja jetzt oben hier noch so einen digitalen Streifen. Vielleicht passt der ja sogar da rein. Ich guck mal, das wäre halt auch krass. Könnte man den nämlich auch ersetzen. Was passt hier denn schon wieder nicht, Apollo, ha? Willst du den neuen Lightstrip von Philips Hue? Wir kommen, wir machen den mal auf. Wäre halt krass, wenn der da oben reinpassen wird noch, ne, anstatt den normalen. Das würde ich ochsen fühlen, aber wir müssen mal aufmachen. So, ich habe jetzt mal oben auch diesen neuen Gradient Lightstrip reingemacht. Auch der mit den Farbverläufen. Geisteskrank, Freunde. Ich habe mir jetzt nur mal provisorisch reingelegt. Braucht dann auch eine Verlängerung. Aber wie krass sehen bitte diese Verläufe aus? Also es flasht mich gerade komplett. Den anderen Lightstrip mache ich jetzt raus und lege dann da diesen Verlauf. Kollege rein. Einfach nur heftig. Einfach nur heftig. Über die Kamera kommen auch diese Farbverläufe nie so geil rüber. Aber ich finde, es sieht sowas von 10-mal geiler aus wie nur eine Farbe. Also es ist richtig geisteskrank. Ne? Hier sieht man es ja auch. Hier habe ich mir jetzt noch eine Erweiterung bestellt. Dann geht es hier bis rüber. Krank. Es ist einfach nur krank. Ne? Es wäre natürlich heftig, wenn man es einmal komplett hier rummachen würde. Aber
unbezahlbar. Also ich glaube, das Starter-Set kostet ein Huni oder sogar 150 und jeweils ein Meter Erweiterung 59 Euro. Also das ist geisteskrank, aber es sieht halt auch heftig aus. Ich weiß, einige nervt's manchmal. Aber ich liebe den kleinen Mann. So, Freunde, ich bin noch spontan im Baumarkt gefahren, weil ich noch ein anderes Projekt am Laufen habe, hier auch Philips Hue. Ich brauche eigentlich von diesem flachen Kabel, ne, das seht ihr, das ist ein bisschen flacher, brauche ich eigentlich normale Leitung, so, ne, aber das haben die leider nicht. Das Problem ist, die Wasser haben, ne, ist alles so dick und ich brauche so ein flaches, deswegen nehme ich jetzt drei Verlängerungen mit, schneide die Stecker ab und dann habe ich die Kabel, ne. Sollte also passen, aber ansonsten sehe ich hier auch gar nichts. Haben sie leider nicht. Hier unten haben sie auch eine längere Verlängerung, aber 3 Meter müssten eigentlich reichen. Ich würde sagen, die Tüte mal ein. So, der Mikroinfluencer eures Vertrauens sitzt im Auto. Ich habe mir hier noch beim später eine Currywurst mit Pommes geholt. Ich habe mir noch eine mitgebracht, sonst gibt's Ärger. Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist? Und meistens sind es die bisschen älteren Menschen, ob du beim Bäcker stehst oder auch dort. Es ist eine Schlange und man ist eigentlich dran. Und die drängeln sich überall vor, weil sie anscheinend Angst haben, sie kriegen nichts mehr oder sowas. Es ist wirklich Wahnsinn so. Ne? Ich habe dann gesagt, ja. Gehen sie vor, ne? Eigentlich wäre ich dran gewesen, aber machen sie es. Ja? Aber immer direkt, zack, 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 ne? Drauf. Und direkt, Wahnsinn. Aber ich fahre jetzt nach Hause, ess was. Dann zeige ich euch das Projekt, an dem ich hier gerade dran bin. So, Projekt ist es, diese Spots hier oben auf dem Philips-Ära hier oben in die Ecken reinzumachen. Da habe ich schon dran gebohrt. Ja? Da kommen die rein, strahlen dann hier schön die Autoküche an. Problem ist nur, wegen dem Strom, deswegen brauche ich ein flaches Kabel, dass ich dann das hier hinterm Balken durchziehen kann. Und was auch immer ganz, ganz wichtig ist, aber denkt dran, das dürft ihr nur machen, wenn ihr Elektriker seid, diese Lüsterklemmen hier, wo man so zuschraubt, die benutzt man einfach nicht. Man ist halt bei jeder Lampe dran, aber hier Vago-Klemmen, das ist die Macht. So, die einzelnen Spots leuchten auf jeden Fall schon mal. Da sind nur weiße LEDs drin, die ersetze ich jetzt hier mit farbigen. Ja, ganz, ganz wichtig. Kann man aber natürlich auch weiß machen. Aber ansonsten, hier neben das Kabel habe ich jetzt mal länger gelassen, weil hier wird eh noch was geändert mit der Stromführung. Deswegen lasse ich das mal so. Ich würde sagen, dann tausche ich mal die guten Kollegen hier. So, es ist jetzt 15.30 Uhr ist es. Die LED-Spots hängen. Ihr seht sie im Hintergrund. Ich glaube, das wird abends richtig krass aussehen. Kann sich mal kurz in der anderen Seite zeigen. Klar, sind jetzt farbig eingestellt, kann man aber auch einfach ganz normal weiß machen, ne? Auch gar kein Problem. Hier habe ich ja auch diesen Philips Hue-Schall, den habe ich jetzt mal hier mit erstmal knetig einfach mal da dran gemacht. Ich weiß nicht, ich will auch nicht alles verbohren, aber ich glaube fast, am schönsten wäre es, nochmal die Tür nicht, wenn er halt daneben auch sitzen würde oder hier an der Wand, dass wenn man rausgeht, direkt auch das Licht einschalten kann oder sogar auch hier. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn er hier sitzen würde. Muss ich mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie das heute Abend aussieht. Aber oft war es so, wenn ich dann draußen war, weil man kann ja auch noch die Spots hier anmachen. Ja, war es ein bisschen dunkel und ich glaube, wenn ich dann abends hier noch Pizza, was grillt oder keine Ahnung, ja, dann kann ich mal die Spots hier auch auf weiß machen und habe dann, glaube ich, richtig helles Licht. Und so sieht es halt auch, glaube ich, geil aus fürs Ambiente. So, die Mauer hat mir auch gerade geschrieben, 18 Uhr. Treffen wir uns, machen die ganze Arbeit, die wir haben und dann gehe ich vorhin noch ins Fitnessstudio. So, und weil mein Kartonmüll wieder so voll ist, versuche ich die 2 leeren Kartons später noch Timo mit auf den Weg irgendwie zu geben. Ich weiß nicht, vielleicht funktioniert es, vielleicht fällt er drauf rein und nimmt sie mit und merkt daheim, dass sie leer sind. Wir versuchen es. Machen wir bloß kein Kratzer ins Auto! Ari! Alter! Digga, beide da unten dran gefahren. Ja, hier musst du. Hält doch gar nicht. Es hält nicht. Ach du, boah! Dein Ständer ohne. Hä? Zu Broski, der braucht neue Lampen. Ja. Das falsche Fahrzeug. Ja, danke schön. Ne? Da ohne mit deinem Ständer. Ich hab's auf Kamera. Das wird teuer, mein Freund. Das wird teuer. Geh weg mit dem Ding. Das war nicht ich. Oh, Digga, das war haaresbreite knapp. Da muss hier weiß dranhängen. Nimm hin. Ja, hier hängt doch. Guck mal. Da hängt. Hör auf, ihr falschen Fahrzeuge. So, hopp, wir machen jetzt hier unser Insta-Bild. Ja? Hier, das kannst du gerade mit auf die Vespa schmeißen, ganz ehrlich. So, die Maus ist wieder weggegangen. Hab jetzt gar nicht so viel gefilmt, als er da war. Weil meistens, wenn man dann so Sachen machen muss, hier mit was posten und sowas, dann ist ein bisschen, wie macht man das? Wie macht man jetzt das Bild und sowas? Ne? Ist nicht so einfach. Wir haben jetzt aber 7:30. Apollo ist kaputt da unten, der chillt. Hat gerade noch sein Essen gekriegt, der Kollege. Ich mache mir jetzt auch, noch nach dem Fitness so ein kleiner Energietrink. Bei Insta hat, ich weiß gar nicht, ein paar gesagt, so, das bringt gar nichts und zum Aufbauen und so ist alles Quatsch. Aber ganz ehrlich, ich will ja auch nicht hier jetzt der nächste Fitness-Superstar werden, ja. Sondern einfach mal ein bisschen was Gesundes, ein bisschen was für die Vitamine. Ich habe es nämlich hier auch schon gemacht. Hast du sogar schon gemixt.
Da mache ich nämlich immer, ich drehe euch mal rum. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Das sind jetzt hier Haferflocken, hatten die leider nicht mehr. Seitenbacher Müsli ist drin. Himbeeren, Heidelbeeren sind drin und Magerquark und ein bisschen Milch. Man kann auch, wie gesagt, noch ein bisschen Proteinpulver reinmachen. Aber habe ich jetzt gerade aktuell nicht zur Hand. Es liegt im Studio. Ja, aber so ein bisschen für den Magen, für was Gesundes, ne? Ist es nicht verkehrt? Jetzt muss der gute Thermomix hier erstmal wieder hochfahren. Das ziehe ich mir auf jeden Fall jetzt noch rein. Und ja, dann packe ich hier noch das Paket aus, weil da ist eine neue Alexa drin. Das können wir eigentlich auch noch aufmachen. Und ich glaube, es wird ein bisschen länger heute, ne? So, weil ich habe mir eine neue Alexa bestellt. Jetzt geht die hier an. Ich kann dir bei vielen Dingen helfen. Alexa, stopp. Weil ich hatte hier so eine große Punkt-Punkt-Punkt-Show. Aber ist irgendwie krank langsam und die eigentlich günstigeren, ja, sind irgendwie schneller. Und deswegen habe ich dann die kleine, die hier jetzt steht, erstmal das Teil. Genau die hier, das ist eigentlich die, glaube ich, die Aftershow. Die habe ich, die stand eigentlich im Bad und die habe ich jetzt runtergeholt, weil die große, die eigentlich einen schnellen Prozessor hat, aber irgendwie auch noch die erste Generation ist, die ist so krank langsam, dass du fast gar nichts mehr machen kannst. Und deswegen soll die wieder hoch ins Bad, weil die andere ist zu groß. Und die hier, das ist jetzt die ganz neue 10 Zoll Alexa der dritten Generation. Die bewegt sich dann irgendwie auch noch so. Und da bin ich mal gespannt, weil ich habe nämlich auch dieses Türklingelsystem von Ring. Und da bekommst du halt auf der Alexa das Bild angezeigt, wenn jemand klingelt. Und deswegen ist es eigentlich schon wichtig, ne? Aber ich würde sagen, wir öffnen das Teil mal. So, Strom ist drin. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier vorne hinstellen soll. Eigentlich würde die da hinten im Eckzimmer besser stehen, aber da steht ein Soda-Stream von der Freundin, den sie nie benutzt, ihre Kamera. Und hier wird auch das Zeug geladen. Hier hinten, ja, ist alles dann vollgespritzt durchs Kochen. Ja, ich glaube, hier steht sie eigentlich schon gut. Ich weiß es noch nicht. Ist da noch eine Folie drauf oder habe ich schon abgezogen? Ich glaube, habe ich schon abgezogen. Bin aber mal gespannt, wie schnell das funktioniert. So, die Alexa updatet jetzt da hinten. Die muss gerade ein Update ziehen. Die Freundin kommt jetzt auch gleich heim. Dann gibt es ein bisschen Abendbrot und noch ein bisschen Fernsehen. Dann gucken, ne? Und dann eigentlich auch heute so, ja, ich sag mal so gegen 10, 11 Richtung Bett. Klar, wird dann noch Fernsehen geguckt, ne? Ein bisschen entspannt, aber morgen fit sein, weil Tim und ich treffen uns morgen schon wieder um, wann treffen wir uns? 10, glaube ich, im Studio. Weil wir haben eine neue Grafikkarte für den PC bestellt. Eine RTX 380 mit Wasserkühlung. Und die wird noch in den PC eingebaut. Dann kriegen wir noch die Haare geschnitten. Einer hat heute beim Video gesagt, haha, was von wegen Haare schneiden. Dann muss wieder null gemacht werden. Einmal die Woche. Und ja, dann gehen wir auch schon in den Stream rein. Deswegen würde ich auch fast sagen, bin ich für heute raus. Ja, das war mal so ein kleiner, Apollo muss auch noch Tschüss sagen, entspannter, ja, Tag, den wir gemeinsam verbracht haben. Ihr könnt hier gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn ihr das vielleicht mal öfters wollt, wenn ihr es vielleicht auch mal ausführlicher noch wollt, ne, mit Aufstehen. Vielleicht auch mal einen Tag, wo wir ins Büro gehen, mit Stream, wie der so aussieht. Könnt ihr, wie gesagt, gerne mal ein Däumchen nach oben da lassen. Dann würde ich sagen, ich mache das Teil hier fertig. Und dann sehen wir uns morgen im Stream. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, dann ja, sehen wir uns aber auch irgendwann wieder im Stream.